Was geht ab, Leute? Heute geht's weiter mit Lego Star Wars und da habe ich das Set mit der Nummer 75165, das Imperial Trooper Battle Pack. Die Altersempfehlung von Lego ist 6 bis 12 Jahre und für 14,99 € bekommt man genau 112 Teile. Hier auf der Rückseite, da sieht man nochmal die vier Figuren, die im Set enthalten sind, zudem noch den Walker und noch die Funktion wird abgebildet, aber ich würde sagen, das testen wir nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Jetzt schauen wir aber erstmal zusammen in die Verpackung und schauen, was uns hier drin erwartet. Und wir haben, wie es eigentlich bei den Battle Packs üblich ist, zwei Tüten, eine mit den Großteilen und eine mit den Kleinteilen. Und dann haben wir noch die Anleitung, die leider auch wieder geknickt ist. Ich verstehe das gar nicht, weil eigentlich würde die von der Größe her reinpassen. Ich weiß gar nicht, warum sie die immer knicken. Finde ich nicht so gut, aber gut, ist halb so wild. Und die Anleitung, die hat insgesamt 26 Seiten. Und wenn alles zusammengesteckt ist, dann sieht es nachher so aus. Und ich baue das jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig. Also für den Aufbau habe ich jetzt so circa 10 Minuten gebraucht. Das ging recht schnell, das war auch nicht allzu schwer. Und so sieht das Ergebnis aus. Und ich würde sagen, heute schauen wir uns als erstes mal die Minifiguren an. Auf der Verpackung hat man es ja schon gesehen, das Set beinhaltet diese vier Minifiguren. In weiß haben wir hier zwei Stormtrooper und in schwarz hier drüben zwei Deathtrooper. Dann schauen wir uns als erstes mal die beiden Stormtrooper an. Die sind komplett identisch, also die haben denselben Helm, dieselbe Rüstung quasi und denselben Blaster. Deswegen habe ich jetzt den linken hier mal komplett gelassen und den rechten ohne Helm und ohne Blaster. Zudem haben sie auch noch dasselbe Gesicht. Und zu den Figuren kann ich einfach nur sagen, die sehen super aus, also die sind wunderbar bedruckt hier auf Torso und Bein. Zudem gefällt mir der Helm richtig gut, also der ist richtig schön detailliert. Und wenn wir uns die Figuren jetzt noch von hinten anschauen, da wird man ebenfalls sehen, beide wunderbar bedruckt. Und jetzt kommen wir zu dem Highlight, finde ich zumindest, in dem Set. Das sind die beiden Deathtrooper. Bei denen habe ich es genauso gemacht wie bei den Stormtroopern, also der linke hier ist komplett ausgerüstet und bei dem rechten habe ich den Helm weggelassen und den Blaster, weil die sind auch komplett identisch und die haben auch beide dasselbe Gesicht. Und die Figuren, die sind einfach nur genial. Ich mag den Helm total, der ist so richtig schön detailliert und die sehen einfach nur genial aus. Von der Bedruckung her sieht man auch hier schön Torso- und Beinbedruckung getrennt von dem Gürtel. Und wenn wir uns die Figuren jetzt auch noch kurz von hinten ansehen, da wird man sehen, da sind sie ebenfalls noch richtig genial bedruckt. Und hier sieht man jetzt nochmal den Helm von der anderen Seite, also die Deathtrooper, die sehen einfach nur genial aus. Okay, und dann schauen wir uns als nächstes noch den Walker an. Der ist circa 10 cm hoch, 8 cm lang und 8 cm breit. Der Walker, der hat dann auch ein paar Funktionen. Ihr seht hier rechts und links jeweils einen Stud-Shooter und noch zwei Kanonen. Und die Kanonen, die kann man ein bisschen in der Höhe verstellen, also nach oben schwenken, beziehungsweise nach unten. Und das funktioniert natürlich auf beiden Seiten. Die Stud-Shooter kann man auslösen, indem man hier auf den grauen Hebel drückt und dann schießen die einfach los.
Und das funktioniert natürlich bei allen Stud-Shootern, also auch bei den Stud-Shootern, die die Minifiguren in den Händen hatten. Hier oben haben wir dann noch das Cockpit mit einer dunkeltransparenten Scheibe und in dem Cockpit ist dann Platz für eine Minifigur. Und hier hinten sieht man dann noch diese Halterung, da kann man dann den Blaster von der Minifigur reinklemmen. Und das sieht dann so aus. Zudem kann der Walker dann noch seine Beine bewegen. Die Beine sind hier befestigt durch so Klickelemente, einmal hier oben an der Hüfte, dann hier einmal am Knie und hier unten noch am Fuß. Und jetzt versuche ich da mal irgendwie eine Laufbewegung hinzukriegen. Das ist natürlich auf beiden Seiten auch wieder vorhanden. Ich muss sagen, das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, aber so eine richtig schöne Laufbewegung habe ich leider nicht hinbekommen. Aber das ist auch egal, weil mir gefällt er auch, wenn er einfach nur so dasteht. Okay, dann kommen wir noch kurz zu meinem Fazit zu dem Set. Also ich kann sagen, das ist mal wieder ein richtig cooles Battle Pack. Ihr bekommt 4 richtig geniale Minifiguren, die ihr auch gebrauchen könnt, um zum Beispiel eine Armee aufzubauen oder sowas. 2 Stormtrooper, 2 richtig geniale Deathtrooper. Zudem habt ihr noch den Walker dabei, den ich eigentlich auch ziemlich cool finde. Und der Preis von 14,99 € finde ich eigentlich auch ganz okay, aber wie man es eigentlich bei allen Star Wars Sets gewohnt ist, sobald die in den freien Verkauf kommen, da kriegt man die auch mal für 2-3 € weniger und dann kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, gib mir einen Daumen runter und teile das Video einfach mit Leuten, die du eh nicht leiden kannst. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.